Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Oh Gott. Mehr Blut! Bringt die sich jetzt um? Alter, wer? Hallo Internetter und herzlich willkommen bei einer neuen Partie FIFA 15. Yay! Nein, nicht den Ball kaputt machen. Komm! Jawohl! Noch eins! Scheiße, Pfosten! komm! Ah, daneben! Na gut, wir sind jetzt dabei, eine neue Mission zu machen für unsere Kampagne, damit wir mal irgendwann in diesem beschissenen Norden da oben kommen. Hier, da haben wir nämlich noch nicht viel entdeckt. Da warten noch zwei Shangri-La-Missionen auf uns, zwei Festungen, ein unbekannter Ort. Gut, Karsch. Gesundheit. Deswegen machen wir jetzt mal einfach weiter. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin die Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe. Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Tu's doch! Tu's einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Boah, die zwei haben echt Probleme, die sollten mal eine Paartherapie. Immerhin da sind wir uns ein. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen, da hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Ups. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alles doppelt gehört. Der Sound vom Fernseher war noch an. Fuck, wie weit ist denn das schon wieder weg? Leute. Ha, Schnellreisefunktion. Ich liebe die Schnellreisefunktion. Wieso benutzen wir die eigentlich nicht öfter, um von A nach B zu kommen? Mann, bin ich doof. Wenigstens sind die Ladebildschirme hier schnell. Wow, das war wirklich schnell. Haben unser Waffenrad noch komplett, ich glaube. Kicken wir mal schnell nach. Körperanzug, immer gut. Der liegt oben. Der liegt unten. Der liegt rechts. Scharfschützengewehr links, super. Oh. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ey, das ist wieder unser Freund mit der Mütze. Hey, Kumpel. Ich weiß nicht, ob es... Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Okay, da unten. Ne? Da noch mehr Angst. Ich weiß nicht, ob du das Zeug für die Arena hast. Hier ist doch lieber die was? Von da oben? Was? Wen soll ich rasieren? Wie kommen wir darauf? Hä? Von da oben irgendwie. Hallo. Hi. Ah, da ist ein Haken. Wo ist denn der jetzt? Ich brenne.
Nee. Ach. Du hast in der Arena überlebt. Juhu! Da muss man auch erstmal drauf kommen. Jawoll! Das haben wir doch ganz gut gelöst. Boah, ich hasse es, wenn man nur so langsam gehen kann. Was müssen wir jetzt so machen? Oh ne, schon wieder in der Arena kämpfen. Okay, ich glaube, für Chaos haben wir jetzt gesorgt. Nein, meine Waffe! Oh oh. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem am Hals. Ach, der Schredder ist echt meine Lieblingswaffe. Leute, verpisst euch. Hä, da war doch gerade noch einer, oder? Ah, da rennt was! Kleine süße Mietzekatze. Oh oh. Hi. Sehr gut. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Hallo. Dich krieg ich mit einem Takedown! Oh Mann! Ich wollte ihn mit einem Takedown kalt machen. Geile Sache! Oh oh, das sieht nicht gut aus hier unten. Ich will da nicht runter. Ah, sehr gut, ist man nicht. Komm, rauf mit dir! Jawoll! Ah, gut gemacht! Töte nur oder stelle sie zur Rede. Okay, warum müssen wir sie töten? Sollen wir sie töten oder sie zur Rede stellen? Bürger von Führer, ich habe euch Sieger zum Bejubeln und Verlierer zum Verspotten. Okay. Niemand war so blut und verzweifelt wie die heutigen Gladiatoren. Aber es wird immer mehr Blut fließen. Mädchen, wo ist meine Familie? Wir sind viel zu nett. Tut mir leid, Noah. Nein, nein! Tut mir echt leid, tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Oh, fuck. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von uns. Von den Menschen, die ich tötete.
von allem, was ich tat. Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Oh Gott. Der Blut! Bringt sie sich jetzt um? Alter, wer? Nimm alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Oh, fuck! Die Arme! Wow, was war das? Das sah aber nicht nett aus. Jetzt weiß ich, warum das Spiel erst ab 18 ist. Oh Mann. Was ist er für ein Typ? Müssen wir das nicht für irgendeine Fähigkeit machen? Fortschritt, Jagd haben wir. Da! Was ist das für eine Jagd auslöschen? Vorräte. Nö, das bringt uns nichts. Das lassen wir mal. Gut, dann hauen wir uns hier mal noch einen Karma-Booster rein. Amita, das war's. Nur ist tot. Gute Arbeit, AJ. Der gesamte Süden gehört jetzt uns. Du hast den Menschen gezeigt, dass der Weg zur Freiheit nach vorne führt. Es gibt kein Zurück. Ganz egal, was Zabal sagt. Das heißt, wir können jetzt endlich in den Norden? Nein? Ja, vielleicht. Ich mach Züge. Na, aber noch nicht, oder? Verdammt. Oder doch? Ja, der Norden ist frei. Juhu! Dann mal zum Haus von ihm. Und dann holen wir uns mal unseren Gyrocopter. Und schauen mal nach, was im Norden so abgeht. Geile Sache. Erstmal pflücken wir noch ein paar Blümchen. Warum wird hier permanent geschossen eigentlich? Was für ein verschissenes Land. So. Juhu! Mal gucken, ob das jetzt wirklich wahr ist. Oder ob das wieder nur Wunschdenken meinerseits ist. Ich glaube, der ist frei, oder? Ist er jetzt frei schon? Na, gucken wir mal nach. Ey, der Schatten vom Gyrocopter, cool. Leider ist diese Gyrocopter-Reise auch extrem langwierig immer. So, da haben wir die Brücke. Ey, die wollen mich doch verarschen, oder? Gucken wir mal, ob wir einfach rüberfliegen können. Oder sterben wir dann? Das war ein Schuss. Wow! Ah. Alter! Ernsthaft? Na gut, dann werden wir mal zum Willis und da noch eine Mission anfangen, glaube ich.
Das ist doch echt nervig. Ich will endlich in den Norden kommen. Kann doch nicht so schwer sein. Wenigstens können wir uns jetzt die Kisten hier looten. Loot. Was man nicht alles für eine kleine Opiumpfeife tut. Dann kicken wir mal, was Willis am Start hat. Willis? Da. Das war's? Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Der ist eigentlich raffinierter Typ, das muss man mal so sagen. Na gar nicht, gib dir einen Vorgeschmack. Sieh es als eine Anzahlung. Okay, legen Sie los. Krasser Erpressermethode. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pergamin damals, mit einem leuchtenden, feuchten Augen. Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Ich will selbst fliegen. Oh, der Himalaya, vielleicht finden wir da endlich unseren Schneeleoparden, den wir brauchen, zum Looten. Als deine Mutter Kyrat verließ, brannte förmlich die Luft. Wie ich gehört habe, steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Alter, die Reflexion in der Sonnenbrille ist ja geil. Sie ist Paganins Stellvertreter. Kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten, Atergo. Du weißt, was das heißt. Atergo? Na sicher. Also, was machen wir hier? Wir holen uns eins von Yumas Lagern und den Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus. Dann wird Yuma uns sicher was vorsehen. Danke, Typ. Oh Mann. Schön. Wir befinden uns irgendwo im Arsch der Heide. Werfen jetzt mal ein Fütterchen. Okay, hier gibt's anscheinend noch einen Bären. Hallo, Dicker. Ich will so einen Leopard haben. Bären sind mir doch scheißegal. Mann. Wenigstens haben wir unseren Köder wieder zurück. Ist das das Lager? Oh mein Gott, die haben Kampfböcke. Und Kampfvögel. Ui, da oben geht's weiter, oder? Das ist ein Kloster. Kloster klingt nett und ungefährlich. Ich hab so die Vermutung, dass das nicht ganz stimmt. Weil in dem Spiel nichts nett und ungefährlich ist. Fuck, geht das da tief runter? Uah. Hallo! Seid ihr Freunde? Ja. Ah, ihr seid keine Freunde. Wo ist der Gegner? Ach, da oben! Hallo! Ah, nein, da kommt ein Hubschrauber. Ich hasse Hubschrauber. Verzieht er sich? Nee. Warum treffe ich den nicht?
Hallo. Wow, fuck you. Da ist noch ein Scharfschütze. Ah! Hab dich. Oh fuck. Da oben, ne? Ja, hab dich gesehen. Wo geht er hoch? Da hoch? Oh fuck, das ist ein G. Klettert er jetzt echt hoch? Nee, ne? Ja, komm. Warum kann ich nicht treffen? Nein, unsere Munition ist alle. Wie viel kommen da noch, bitte? Okay, der geht auf so ein G rauf. Nee, doch nicht. Komm schon! Du gehst zum MG, ne? Ja, leichtes Ziel. Waren das alle? Nee, da hinten ist einer. Was hältst du denn bitte aus? Alter. Ah, das war Yumas Stellvertreter, deswegen war der so stark. Alles klar, mach ein Foto. Ja, wir sind da ein bisschen pervers, was ist damit? Willis, Yumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der Richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der Richtige war? Mach ein Foto von ihm und schick es mir. Alter, hab ich doch grad. Müssen wir wieder zurückrennen. Nicht unser Mann. Der Kerl überwacht Yumas archäologische Grabung. Ich sag dir mal, leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Kellerwaschen zuständig. Nichts ist amerikanischer, als alle zu töten und dort die Details klären zu lassen. Fang, wenn du fertig bist. Okay, liebe Leute, bisschen längere Folge diesmal. Wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Tschüss! Danke fürs Zusehen!